Goriu dich zum ersten Mal so richtig auszeichnen kann. Aber die St. Pöltener bleiben am Drücker. Immer wieder Dragan Radojcic über die rechte Seite. Er spielt eine ausgezeichnete Partie, versucht sie alleine. Aber auch dieser Schuss nicht genau genug. Er verletzt sich hier ein bisschen, kann aber weiterspielen und wie er weiterspielt. Radojcic wieder über die rechte Seite, Flanke zur Mitte, Valdas Ivanauskas ist hier mit dem Kopf und der Ball pendelt von der Stange noch zu den Fingern von Roland Goriup. Es bleibt beim 0:0 nach 45 Minuten. Nach der Pause dann ein Eckball für den FCN. Wieder ist es Radojcic, wieder auf der rechten Seite und diesmal prallt der Ball vom eigenen Verteidiger fast ins eigene Tor. Roland Goriup rettet seine Mannschaft vor dem Rückstand. Aber auch sein Gegenüber Oleg Suslov scheint sich zu denken, hallo, ich kann's auch, und verhindert hier bei dieser Aktion durch Prendergast den Führungstreffer. Statt Valdas Ivanauskas kommt nun Andreas Rümkow ins Spiel und der hat bei seiner ersten Aktion gleich ordentlich die Beine mit im Spiel. Flanke hier zu Radojcic, der legt auf für Aka Gündüz und der haut daneben, ja, so wird's nichts mit seinem 11. Saisontor. Aber St. Pölten bleibt die spielbestimmende Mannschaft. Jürgen Bauer flankt hier zur Mitte und da ist Rümkow mit dem Kopf und im Nachsetzen Radojcic. Ja, wer hat dieses Tor jetzt geschossen? Schauen wir uns das noch einmal an. Andreas Rümkow hier mit dem Kopf und ja, ich glaube, der Ball, der wäre daneben gegangen, wenn nicht Radojcic den Ball noch über die Linie gedrückt hätte. Aber die Antwort des DSV Leoben lässt nicht lange auf sich warten. Dubajic am Ball. In die Mitte zu Frühstück und Frühstück schlänzt den Ball an Suslov vorbei. Das ist der verdiente Ausgleich, muss man sagen, denn die Leobner haben nicht aufgesteckt, haben weitergekämpft. 1:1, das ist die Belohnung dafür. Und dabei bleibt es auch, damit wird nichts aus der Revanche. Warum tut sich St. Pölten so schwer gegen den DSV? Ich habe im Grunde genommen keine Erklärung, vielleicht nützt die etwas. Ich glaube, dass St. Pölten natürlich als spielstarke Mannschaft das Spiel sehr offensiv gestaltet und das kommt uns natürlich als eine Mannschaft, die auf den Konter zu spielen imstande ist, sehr entgegen. Aufgrund der 90 Minuten geht es 1:1 absolut in Ordnung. Beide Mannschaften haben Chancen gehabt auf den Sieg und deswegen schlussendlich auch das 1:1 in Ordnung, muss man ganz ehrlich sagen.